Das mit dem Skateboard finde ich klasse. Können Sie ruhig... Also das mit dem Skateboard können sie auch im nächsten Yakuza-Teil packen. Wenn die schon so eine große Stadt haben wie Jinshu. Hier in der Gegend wurde Maika Takanashi bei ihren Dates gesehen. Vielleicht erkenne ich sie ja. Identifikation. In diesem Modus musst du dein Ziel anhand der Details finden, die du bereits über diese Person weißt. Erst wenn das Ziel gefunden ist, kannst du die Ego-Perspektive verlassen. Finde die Person, auf die die Beschreibung passt. Rechts passt. Nimm den Cursor über jede Person, die dir verdächtig erscheint, und halte R2 gedrückt, um sie dir genauer anzusehen. Drücke dann auf X, um zu prüfen, ob die Beschreibung auf die Person passt. Nanda. Da drin. Tja, die Beschreibung passt. Keine Frage, das ist Maika Takanashi. Zum Glück kennt sie mein Gesicht nicht. Wenn ich nicht zu nah an sie rangehe, schöpft sie vermutlich keinen Verdacht. Okay, mit wem telefoniert sie? Ja, Kann es kaum erwarten, abwarten, in deinem Ferrari zu fahren. Das ist bestimmt ihr Sugar Daddy. Hey, Yagami-san. Ich bin draußen. Gehen wir zusammen? Sie hat sich verkleidet, aber wir müssen dringend an ihre Diskretion arbeiten. Amasawa! Sie haben mich erkannt, Yagami-san? Beeindruckend. So auffällig wie du aussiehst? Kein normaler Mensch linst hinter einem Strommast in einem Café. Aber ich dachte, ich bin total unauffällig. Das ist schwerer als ich dachte. Du willst mich heute wohl begleiten, was? Natürlich! Hi. Das ist ein wichtiger Fall. Okay, nur fall nicht so auf, alles klar? Verstanden. Hey. Oh, Yagami-san. Takanashi-san kommt raus. Ja, klingt so, als ob sie sich mit jemandem trifft. Hängen wir uns dran. Alles klar, gehen wir ermitteln. Ach, machen wir jetzt eine Beschattung? Yoshi, iku ka. しまった。
Kann er sich jetzt wirklich an Wände lehnen? Der macht das da so von alleine jetzt. Finde ich mega gut. Ich muss sagen, das Beschatten ist nur schwerer. Und hi, Undead. Da war ich wohl ein bisschen zu schnell. Und wo ist dein Ferrari? Es tut mir leid, Maika-chan. Ich bin gar kein Aktienhändler. Hä? Maika-chan! Maika-chan, ist das schön, dich zu sehen! Was heißt das? Bist du das? Ja, ich konnte es nicht glauben, dass du mich einfach wortlos sitzen lässt. Was sollte das? Was? Was soll das? Entspann dich. Ich tu dir nicht weh, Baby. Ich will nur reden, okay? Über unsere gemeinsame Zukunft. Voll unauffällig. Megami-san, der Mann. Das muss der Gorilla sein, der so wütend wegen Takanashi-san ist. Ja, er hat sie wohl in eine Falle gelockt. Hey, hör sofort auf. Moment mal. Dich kenne ich doch. Megami! Hm? Und du bist? Wusste, Kasai kommt mir bekannt vor, der Name. Kennen Sie sich etwa? Ja. Oh nein! Nein! Die Keihin-Gang! Er ist von der Keihin-Gang! Nö, glaube nicht. Scheiße, was? Du Arschloch! Sag nicht, du hast mich vergessen! Kenta Kansai! Von der Keihin-Gang! Du warst in der... Moment. Jetzt erinnere ich mich. Du bist einer von den Mistkerlen, die sich in Kamurocho ständig mit mir anlegen wollten. Hab viel von euch gehört. Wenn ich mich richtig erinnere, warst du einer von den niederen Mitgliedern der Keihin-Gang, oder? Rang am Arsch! Ich gehörte zum Keihin-Quartett. Stimmt. Das Keihin-Quartett. Schön für dich. Aber hey, ich hab dich lange nicht gesehen. Das ist deine Schuld. Du hast uns alles komplett versaut. Hast unsere Waffengeschäfte sabotiert. Voll der Spoiler, wenn man natürlich nicht die 100% angestrebt hat, ne? Ich glaube, wenn Liz das liest, denkt sie sich auch, hey, hab ich doch gar nicht. Das war nämlich die letzte Nebenmission, die es gab. Dafür brauchte man wirklich alle Freunde. Und das zu bekommen, ist schwer. Und naja, wenn man keinen Guide benutzt, findet man es auch nicht unbedingt.
Genau, ich erinnere mich. Ich habe mit meinen Kumpels aus Kamurocho euer Hauptquartier platt gemacht. Das liegt alles nur an dir. Deinetwegen habe ich mein Geld verloren, mein Ansehen in der Unterwelt, mein verdammtes Leben. Ich wurde aus Kamurocho vertrieben und jetzt ist die Kahin Gang tot. Aber das ist alles Vergangenheit, oder? Was hat das damit zu tun, dass du diese junge Dame hier behelligst? Hä? Was redest du da bitte? Ich bin hier, weil die Kleine mir das Herz gebrochen hat. In 1 Million beschissene Stücke. Du warst wohl einfach nur einer von ihren widerlichen Kunden. Ist aber auch egal. Lass sie gehen, sofort. Willst du mich verarschen? Jetzt zerstörst du die Kahin Gang? Jetzt ruinierst du mir mein Liebesleben? Oh, ganz bestimmt nicht. Du bist verdammt nochmal tot. Ex-Kahin. Oh nein, hoffentlich sehe ich nicht die anderen auch noch. Aua. Halt, stopp. Das ist wirklich eine Leidheilung. Das kann natürlich auch sein. Ich hab das V verfehlt. Verdammt! Was sei? Ich habe nie erwartet, dass du einen Neuanfang starten würdest, aber wenn du jetzt auch noch in die Jinshu Ärger machst, ich schwöre es dir! Hä? Als könnte ich das überhaupt, die Jinshu ist schon zu klein für den Seiyu-Clan und den Gyo-Mijue, da ist für mich jetzt recht kein Platz mehr.
Wir haben die ganze verdammte Stadt im Griff. Ich könnte höchstens ein paar Besoffene ausrauben. Echt jetzt? Ja, du bist schuld, dass ich hier nirgendwo mehr Geld verdienen kann. Höchstens, wenn ich es unter einem Getränkeautomaten im Dreck finde. Tja, auf den Knien bist du immer noch besser dran als im Untergrund. Und der Rest vom Kellen-Quartett? Was ist aus denen geworden? Du meinst Koga, Sakagiba und Honda? Naja, Koga habe ich neulich mal in der Stadt getroffen. Wirklich? Das war der Waffenfreak, oder? Ja, klang als hätte er auch keinen leichten Start in die Jinchu gehabt. Doch in letzter Zeit soll er wieder was ganz Neues am Laufen haben. Nein, 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 nein! Er nennt das die Neo-Kahin Gang. Willst du mich damit verarschen? Er holt lauter ehemalige Kahin-Mitglieder und will hier in Ijinchu was aufbauen. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass er es weit bringen wird. Wie gesagt, die Claims sind längst abgesteckt. Machst du auch bei Kogas neuer Gang mit? Noch nicht. Ich warte noch auf den Anruf. Vielleicht haben sie ihn diesmal ausgeschlossen. Entschuldigung. Darf ich mal was fragen? Ja? Kennen Sie einen gewissen Professor? Oh Scheiße! Der Professor? Was? Mhm. Kennst du den etwa wirklich? Oh nein, ich hab das Gefühl, dass die ganzen Nebenmissionen der Schule mit der neuen Kahin Gang zu tun haben. Wäre ja auch Schwachsinn, wenn nicht, ne? Weil die haben sie jetzt eingeführt. Also gesagt, hier, die wollen was Neues starten. Ist klar, dass es dann in diesen Nebenmissionen dann auch weiterhin darum geht. Was? Kennst du den etwa wirklich? Jo. Nein, ich meine nicht persönlich, aber als ich Koga getroffen habe, hat er den Professor erwähnt. Er meinte, der Typ wäre unglaublich. Niemand kann die Unterwelt von Ijinchu so umkrempeln wie der Professor, sagt er. Am Ende ist der Professor dieser eine Typ da, der, hier, die Pokémon-Anspielung aus dem siebten Teil. Hinterher ist es der. Und ich muss dann gegen Rot, Grün und Blau ran. Was hat Koga zu dir gesagt? Der Professor gibt's also wirklich. Er ist nicht einfach nur eine Fassade oder ein Mythos. Ja, und hinter ihm steckt die Neo-Kahin Gang, angeführt von Koga. Der Professor muss echt ein krasser Typ sein, wenn dieser arrogante Wichser Koga ihm den Arsch küsst. Kagami-san, ich habe so das Gefühl, dass wir hier was Größerem auf der Spur sind, als wir am Anfang dachten. Ja. Ah. Ja, es gab ja schon eine Anspielung in Judgment, eine Pokémon-Anspielung, ne? As Ketchum. Sag ich nur. Es ist so gut. Es ist einfach so gut. Takanashi-san, geht's dir gut? Ich bin okay. Darf ich dich was fragen? Warum hast du als Sugar Baby gearbeitet? Ich habe noch einige Fragen. Hoffentlich ist sie ehrlich zu mir. Takanashi-san. Warum hast du das gemacht? Wegen dem Geld? Naja... Das Geld ist für eine Freundin. Echt? Ja, für Kotoko. Du meinst doch nicht Kotoko Itokura-san? Wer ist es? Und Masawa, von wem redet sie? Von einer Schülerin aus dem zweiten Jahr. Kommt seit ungefähr einem halben Jahr nicht mehr in die Schule. Wird also die Schule geschmissen, könnte man sagen. Ich glaube, ich hatte auf meinem Handy Unterlagen über sie. Ah, hier, das ist sie. Hübsch, oder? Kotoko stand immer im Mittelpunkt. Sie hatte gute Noten, jede Menge Freunde. Kotoko hatte quasi das perfekte Schulleben, aber
dann ist sie nicht mehr gekommen. Und es ist alles meine Schuld. Wie meinst du das? Es ist deine Schuld. Wir waren im letzten Semester beide im Festkomitee. Und da gab es richtig Stunk. Du meinst das legendäre Festkomitee-Debakel? Das Komitee wurde am Anfang des Schuljahres gegründet, um sich für das Sommerfest vorzubereiten, das Seryosai. Wie gesagt, Kotoko und ich gehörten beide zum Komitee. Kotoko übernahm freiwillig den Vorsitz. Ein paar Schüler aus dem dritten Jahr hätten ihn auch gerne übernommen, doch es traute sich keiner, gegen sie anzutreten. Ja, sie kann manchmal ganz schön ruppig sein. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund. Egal, ob mit uns oder einem Senpai. Das hat manchen im Komitee nicht geschmeckt. Also haben sie irgendwann einfach nicht mehr auf sie gehört. Sie wurden aus der Gruppe ausgeschlossen. Klassiker. Wenn man die Hackordnung an einer Schule stört, kann das echt fiese Folgen haben. Aber nach allem, was ich gehört habe, war Itokura-san teilweise selber schuld. Sie hat wie ein Diktator über das Komitee regiert, auf niemand anderen gehört. Ja, wirklich, Kotoko ist kein böser Mensch, aber sie ist einfach etwas ruppig. Wenn das stimmt und alle ihre Befehle ignoriert haben, was haben sie dann stattdessen gemacht? Naja, das Fest haben sie jedenfalls nicht gerettet. Es war das schlimmste Seryosai in der Geschichte der Schule. Die Dekorationen, die Stände, sogar die geplanten Events waren alle ein Witz. Es gab heftige Kritik und Buhrufe. Und seitdem hat Kotoko Itokura keinen Fuß mehr auf das Schulgelände gesetzt. Das muss echt wehtun, wenn man für so einen riesen Reinfall verantwortlich war. Ich bin mit ihr zusammen dem Komitee beigetreten. Wir waren beste Freundinnen, aber ich konnte sie einfach nicht unterstützen. Also meine Schuld, dass sie nicht mehr in die Schule kommt. Ich war nicht für sie da. Aber wie bringt uns das wieder dahin zurück, dass man ein Sugar Baby werden will? Kotoko lebt mit ihrer Mutter allein. Sie haben nicht viel Geld, sie hatte ein Stipendium für das Schulgeld. Aber neulich habe ich unsere Lehrerin sagen hören, dass Kotoko ihr Stipendium verliert, weil sie so lange nicht da war. Alleine könnte sie sich das Schulgeld nie leisten, dann wird sie rausgeworfen. Du meinst, du bist Sugar Baby, um Kotokos Schulgeld zu bezahlen? Hi. Ja. Wow, ihr zwei müsst euch nahe gestanden haben. Takanashi-san, wie hast du deine Kunden gefunden? Mir hat jemand von so einer Website erzählt und vorgeschlagen, dass ich mal versuchen sollte, ältere Männer um den Finger zu wickeln. Eine Website? Meinst du etwa die vom Professor? Das stimmt also ebenfalls. Die Uhr wird nur unter engen Freunden weitergeben, per Mundpropaganda. Als ich auf der Seite gepostet habe, dass ich schnell viel Geld verdienen will, habe ich sofort eine DM bekommen. Direct Mail. Von einem, der sich Professor genannt hat. Direkt vom Professor? Man kann also über die Seite Kontakt aufnehmen? Die Idee mit dem Sugar Baby kam von ihm. Er meinte, ein hübsches Mädchen wie du verdient leicht eine Menge. Er meinte auch, er würde mich vor Gefahren beschützen. Darum dachte ich, es sei in Ordnung. Nicht beschützen? Ich habe schon gehört, angeblich haben ein paar unheimliche Typen hier den Retter gespielt. Ja, die haben mir sogar schon ein paar Mal geholfen. Das Werk der Neo-Keihin-Gang. Werden wir die überhaupt noch los?
Nicht, dass jetzt noch mehr Gegner auf den Straßen auch wieder sind wegen den. Damit sollte meine Frage für das erste beantwortet sein. Takanashi-san. Du hast selber gesehen, wie gefährlich es als Sugar Baby ist. Du musst damit aufhören. Ich kann noch nicht aufhören. Ich habe noch nicht genug Geld für Kotoku gespart. Aber der Professor arbeitet mit einer richtig üblen Gang zusammen. Das ist einfach zu gefährlich für dich. Aber ich will doch wieder gut machen, was ich Kotoku angetan habe. Ich will dafür sorgen, dass sie zurückkommen kann. Darum werde ich ein Sugar Baby bleiben. Und was machen wir jetzt? Takanashi-san will nicht aufhören. Sie will Itokura-san helfen. Ich muss darüber nachdenken. Takanashi-san, hast du dich eigentlich je bei Itokura-san entschuldigt? Wie? Also, nein, ich glaube nicht. Hast du ihr gesagt, wie sehr du dich um sie sorgst? Nein. Dann solltest du zu ihr gehen. Dich bei ihr entschuldigen und es ihr sagen. Nicht dieses Sugar-Baby-Zeug. Schätze, da haben sie recht. Fang lieber damit an. Klingt das nicht viel besser? Möchtest du das, Takanashi-san? Ja. Yagami-san, geben Sie Bescheid, wenn wir zu Itokura-san können.